gleich fahren dürfen. Ich kenne das, ich habe das einmal gemacht bei einer Mutter, haben Sie recht. Ja, und da kommen wir wieder, der Kreis schließt sich. Natürlich gehört auch dazu ein guter Glühwein, gell? Zum Wohl. Prost. So, ich habe da jetzt zwei ganz junge Menschen da. Und was frage ich jetzt? Glaubt der, wie du sagen? Glaubst du noch ans Christkind? Ja, sicher. Und bringt das auch immer was? Hin und wieder, ja. Wenn ich brav war. Und du brav warst. Und wie schaut es aus? Glaubst du, dass er brav warst? Ja, sicher. Ich bin immer brav. Das ist schön. Sag mal, ist das dein Freund, der junge Mann? Nein. Bruder. Bruder jetzt. War sie brav? Ja, absolut. Kann ich sagen, so. Dann schreibt sie einen Brief ans Christkind. Schlagen wir um das per E-Mail. Per E-Mail? Und welche Adresse hat das? Christkind.com. Dankeschön. Ich wünsche euch, was soll ich wünschen? Frohe Weihnachten und dass das in Erfüllung geht, gell? Und falls es einen großen Kuchen gibt vom Christkind, dann komme ich und dann essen wir miteinander, gell? Ja, so aber essen macht nichts, oder? Das macht nichts, ich bin schon. Merry Christmas. Michael, ich glaube, du kannst wieder zurückkommen. Es ist keiner mehr. Bricht das okay, Klaus. Du hast recht, aber bevor ich gehe, möchte ich noch ein Interview machen, gell? Michael, ich glaube, das wird ein Weihnachtswunder. Du siehst gerade mehr. Sogar die Autos flüchten vor dir. Ich glaube, du solltest jetzt wirklich wieder zurückkommen. So gesagt, so getan, ich komme wieder. Danke. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt noch einmal zum A Cappella Chor und während sich der Michael langsam auszieht, der ja dann über diese modernen, die klatschen schon, der ja dann, und der A Cappella Chor wird jetzt etwas moderner. Schon alter Mann hat die richtige Stellung zum Publikum. Bitte, du wolltest ja noch etwas sagen über euer Stück. Wenn du das Mikrofon aufgedreht hast, dann kann ich dann zum Reden aufhören. Und über unser Stück. Was meinst du? Über die zwei Lieder, Entschuldigung. Also, wen? Über die zwei Lieder. Ah, zwei Lieder, Entschuldigung. Ich würde nur sagen, wir haben am Beginn so viele Menschen begrüßt und haben uns bemüht, die Prominenten zu treffen. Ich habe jetzt in der Pause einen gesehen, darf man nicht vergessen, den Heinz Kuber. Freut mich auch, dass du da bist, lieber Heinz, mit deiner lieben Frau. Und zu den Stücken, so wie der Klaus das sagt, wir haben zwei wunderbare, berührende Lieder einstudiert, der A Cappella Chor Weinviertel, von einem Film. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere von Ihnen diesen Film gesehen hat, der nennt sich Wie im Himmel. Und dieser Film handelt von einem Dirigenten, von einem Star-Dirigenten, der auf der ganzen Welt, auf den großen Bühnen erfolgreich ist, von einem Termin zum anderen hetzt und dabei ganz auf sich selbst vergisst und dann zusammenbricht mit schweren Herzinfarkt, knapp vor dem Tod. Und es wird ihm nahegelegt, er muss aufhören, er muss sein Leben ändern. Und er kehrt zurück in seine Heimat nach Schweden, in das kleine Dorf, wo er als Kind aufgewachsen ist. Und dort übernimmt er dann den Kirchenchor und da entwickeln sich so verschiedene zwischenmenschliche Prozesse. Sehr berührend, sehr interessant, musikalisch hochwertig. Und wir haben zwei Lieder aus diesem Film vorbereitet. Das eine ist Fly With Me. Und diejenigen, die Englisch verstehen, müssen auf den Text achten. Es ist wunderschön und auch die Melodie geht sehr ins Ohr. Und das zweite ist Gabriela Song. Das handelt von der Gabriela, einer geplagten Frau, die von ihrem Mann unterdrückt und geschlagen wird. Und das Einzige, was ihr noch bleibt, obwohl er das auch ablehnt, ist das Singen in diesem Chor. Und der Chorleiter erkennt diese schwierige Situation und schreibt für sie ein Lied, Gabriela Song. Und wenn man den Film sieht, da sieht man, wie sie dann ihre ganze Kraft, ihre Energie hineinlegt und alles hinauslässt. Und wir hoffen, dass wir das heute hier auf der Bühne für Sie auch in dieser Art und Weise interpretieren können. Und bevor wir beginnen mit diesen beiden Liedern von diesem wunderbaren Film, möchte ich Sie noch aufmerksam machen auf unsere nächste große Veranstaltung des A Cappella Chors Weinviertel. Wir werden nächstes Jahr im März ein Musical wieder hier im Stadtsaal zur Aufführung bringen, in Kooperation mit der Stadtgemeinde Mistelbach. Ich darf mich da auch sehr herzlich bedanken. Und zwar den Musical-Thriller Der Teufelsbarbier von der Fleet Street, eine schwarze Oper mit dem Titel Sweeney Todd, ein wunderbares Werk, ein Musical mit Musik- und Gesangstexte von Stephen Sondheim. Und am 7. März haben wir Premiere und haben dann, glaube ich, insgesamt 6 Vorstellungen. Und falls Sie jetzt schon vielleicht Karten kaufen möchten für ein Geschenk zu Weihnachten,
im Anschluss, wir haben unten einen Stand, wo Sie diese Karten käuflich erwerben dürfen. Und ich möchte Sie nicht länger auf die Folter spannen, nehme jetzt selbst meine Noten und wünsche Ihnen gute Unterhaltung bei unseren beiden Liedern Fly With Me und Gabrielas Song aus dem Film Wie im Himmel. Thank you.
Akapella-Chor, Weinschöter von Leibniz von Karl Seimann und der Solistin Eva Schöder. Auf der Bühne bleibt. Ich bitte jetzt noch, die brauchen ja Weile, bis sie da durch sind, noch und den Markus Kasten heraus, dann der Freddy Asperger von den First Aid, dann Josi und Melli und natürlich Carmen Ludwig und die Sarah Lena. Da ist er. So. Fragst du den Zettel? Gut. Wenn wir den Zettel brauchen, dann brauchen wir noch einen Dirigenten und jetzt können wir in aller Ruhe die Abmoderation machen. Meine Damen und Herren, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Uns hat es sehr gefallen. Der Chetti hat ja gerade angeboten, kaufen Sie Musical-Karten. Wir bieten natürlich auch von der Stadtgemeinde Mistelbach an, kaufen Sie Kabarett-Karten, denn wir haben unser Kabarett-Abo, die Kabarett-Schiene, und die gibt es natürlich zu kaufen. Da haben wir auch Alfred Dorfer gleich am Anfang, dann seinen Bruder und viele andere auch. Mir bleibt an dieser Stelle, mich einmal bei meinem Moderator, meinem Co-Moderator zu bedanken, den Michael Edelschka. Ich danke dir, dass du dir wieder die Zeit genommen hast und in dieser Ruhe, in dieser Professionalität hier mit mir diese Aufführung gemacht hast. Bitte einen Einsatz. Ich muss natürlich auch sagen, der alles organisiert hat und der mit mir moderiert hat. Herzlichen Dank. Stadtrat Klaus Frank. Ja. Darf ich an dieser Stelle natürlich beim Johannes Bill und seiner Band bedanken, die sind da ganz hinten. Dann darf ich dem Jürgen Erntl und seinem Team für die wunderbaren Lichteindrücke danken. Ganz toll. Danke. Ich glaube, wir beginnen. Ton haben wir noch vergessen, gell Klaus, oder? Ton haben wir noch vergessen, Ton. Telefon. Alle, die für den Ton verantwortlich sind, herzlichen Dank. Ganz toll. Die Fischer und die Fischer. Ja. Gehen wir es an. Aber jetzt gehen wir es mal wirklich an. Herr Kapellmeister, geben Sie den Einsatz, bitte. Cause it's like this and it's been so sad. Things get still.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Yeah.